Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind kleine Kirsche Maxim und wir sind dickes Hackbällchen Danny und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute mit ganz entscheidenden Informationen für euch. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, also solltet ihr auch dranbleiben und wir haben einen Wunsch. Ja. Wir haben ja, und schaut mal auf unsere tolle Abonnentenzahl, Wir haben 13.600 Abonnenten und mein größter Wunsch wäre es, wenn wir es schaffen, bis Weihnachten die 14.000 zu erreichen. Und ich weiß, dass viele von euch unsere Videos gerne gucken, aber den Kanal noch nicht abonniert haben. Das kostet nichts. Einfach mal auf Abonnieren klicken. Und das Einzige, was sich dadurch verändert, ist, ich bin glücklicher. Und ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn es von uns beiden Kartoffelmäusen neue Videos gibt. Und davon gibt es viele. Für die Woche. Davon gibt es viele. Genau, Freunde. Also bleibt dran, schaut euch das Video an. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Es ist neblig geworden in Berlin. Es ist richtig krass heute. Also ich war schon sehr, sehr früh wach und es war so düster und diesig und es ist es immer noch. Wir haben mittlerweile vormittags und es ist so richtig schön herbstwinterlich. Ich war heute Morgen bei meiner lieben Friseurin. Und hat die Haare wieder schön gemacht. Friseurin könnte aber auch eine Debatte sein für die Freiheit für Sören, der im Knast ist. Vielleicht, Freunde. Man weiß es nicht. Jetzt hast du es verstanden. Friseurin. Friseurin. Ich gehe heute zu Friseurin, zur Demo. Schreibt alle in die Kommentare. Hashtag Friseurin. Ja, da war ich heute und schaut mal, was Sören gemacht hat. Er hat mir meine Seiten wieder kurz gemacht. Achso, ich dachte, ins Ohr geschnitten. Nee, wieso? Hat er doch gar nicht. Also es war ja doch auch eine Frau. Auf jeden Fall war ich da heute. Ja, das war mein Morgen. Maxim hat ja schon erzählt, es war sehr neblig bei ihm, sehr trüb und diesig. Ja, ich habe heute Nachmittag endlich einen Friseurtermin. Freue ich mich riesig drauf. Ich habe heute auch schon sehr, sehr, sehr viel gedreht. 3 Looks, das ist der letzte. Aber ich dachte, ich lasse ihn jetzt einmal kurz drauf. So aus wie der letzte, der war auch pink. Welcher letzte? Na, mit dem Weihnachtspulli. Ach so, ja gut, ist ja schon wieder ein paar Tage her. Ja, aber weißt du, habe ich ja 10. Eben hatte ich einen blauen, dann hatte ich einen braunen heute noch. Ja. Also war sehr viel. Aber haben wir nicht den Anspruch, diverse Looks für die Zuschauer zu zaubern? Aber ich kann ja nur die Farben nutzen, die mir die Firma zur Verfügung stellt. Guck mal, welche Grinse habe ich, so kleine. Kennt ihr das? Ja. Ja, na gut, ihr seht, gut. Bei uns bleibt der Spaß nicht aus, weswegen ihr aber eigentlich dieses Video eingeschaltet habt, vermute ich, weil ihr wissen wollt, warum wir mit RTL drehen. Promiflash. Und der Witz ist, es geht gar nicht um Maxim. Nee. Wer hätte das mal gedacht, oder? Ja, nee, das also, kann man ja so nicht sagen. Naja, kann man schon sagen, du bist ja schon so die Maus im Rampenlicht und ich bin ja mehr so der Getränkeholer. Die kann man, darf ich wieder nicht sagen, ne? kannst du sagen, du degradierst hier nur dich damit. Nein, also Tatsache ist, RTL auf mich zugekommen, weil wir, und das ist das Spannende, einen Beitrag für RTL Explosiv drehen. Das kann ich schon verraten. Ich werde auch nur das erzählen, was ich erzählen darf. Mhm. Wir werden einen RTL Explosiv-Beitrag drehen. Ich und die liebe Minky, da freue ich mich drauf. Sie sind alle morgen bei uns, Donnerstag, zu Gast. Wir werden hier ein bisschen was drehen, dann fahren wir noch woanders hin. Und das Thema ist natürlich paranormale Aktivitäten. Und ich bin da jetzt so ein kleiner Experte geworden. Wobei, absolut. Nein, stopp. Minky ist der Experte, die Expertin. Ich bin, ja, ich habe einfach, also ich glaube, meine Rolle ist eher, dass ich ja erstmal sehr, sehr vorsichtig bei dem Thema war und dann aber meine eigenen Erfahrungen gesammelt habe. Ihr erinnert euch an mein Horrorhaus, ihr erinnert euch an ja meine erotische Verbindung mit Gisela, mit der ich mich ja mit dabei, aber ich habe ja schon da, also das wäre schon the next Bus-Stop für mich gewesen. Bushaltestelle. Achso. Der nächste Stopp für mich gewesen. Wenn ich jetzt jemand Neues suchen würde, hat es mit Gisela ziemlich gefunkt. Genau, dann machen wir einen Beitrag morgen für RTL. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich da mega drauf. Ich habe mit dem Team schon gesprochen, sind alle super lieb. Geht dann morgen hier los und dann geht es dann weiter zu einem Ort, den ich jetzt nicht sagen darf. Aber auf jeden Fall wird das alles sehr, sehr spannend werden, Freunde. Aufregend. Ich bin ganz gespannt, wie es dir gefällt. Machst du wieder Kuchen für alle? Nee, ich mache vielleicht eine Kanne Kaffee. Und dann verziehe ich mich ein bisschen. Hast gar keine Lust drauf? Ach, was heißt keine Lust? Aber das ist, es sind ja dann immer viele Leute. Es sind viele Personen für die Kamera, für den Ton, dann die Redaktion, dann du und dann Minky. Und so viel Platz ist hier ja nicht, dass hier 20 Leute in einem. Es gibt ja einen Drehort, wo gedreht werden soll.
und ich ziehe mich dann ein Stückchen zurück. Ich biete was an und wenn jemand was möchte, bin ich ja nicht weit weg. Und jetzt stell dir mal vor, die Anzahl an Menschen in meiner alten Wohnung oder in deiner alten Wohnung. Ich hatte ja mal die Anfrage für einen Dreh bei mir in der Wohnung. Und da habe ich dann gesagt, Freunde, das geht nicht. Das will man nicht. Also es ging einfach... Ging nicht. Volumentechnisch nicht. Ja. Ansonsten, wie würdest du deine Woche in einem Satz beschreiben, rückwirkend betrachtet? Ist ja schon Mittwoch. Ja, das ist aber ein guter Satz. Traurig. Ach Quatsch. War es wirklich so traurig? Meine Woche war wohl traurig. Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich traurig war. Ich fand, die Woche war traurig. Nein, es war alles in Ordnung. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht geht es euch ja auch so. Dann könnt ihr das unbedingt einmal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit im Moment rennt. Ja, und immer. Die ist so die letzten 2-3 Jahre auch so schon schnell vergangen. Aber im Prinzip ist jetzt schon fast wieder Wochenende für uns. Und die Woche hat gerade erst angefangen. Und das setzt mich persönlich so ein bisschen unter Druck, weil ich weiß, was jetzt noch alles passieren muss. Aber die Zeit rennt weg. Das ist verrückt. Also mir ist es auch aufgefallen, dass die Zeit zum Jahresende immer schneller wird. Mhm. Und ich fühle die gleiche Erschöpfung wie jedes Jahr zum Ende. Man ist sehr müde, man ist sehr ausgepowert. Das geht euch ganz genauso. Und man blickt natürlich auch mit einer größeren Sorge in die Zukunft. Das haben wir letztens bei mir auf Twitch auch sehr ausführlich thematisiert, so was meine Ängste sind, was eure Ängste sind. Das haben wir schon sehr, sehr gut gemacht. Das war im Übrigen gestern. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und man merkt halt schon, dass man eine gewisse Müdigkeit bekommt langsam. Ja. Und diese Müdigkeit, die ist schon... So ein bisschen, ich würde nicht sagen Demotivation. Ja, doch. Aber man ist so ausgelaugt und so ausgepowert. Und gerade, also wenn ihr zum Beispiel im Einzelhandel arbeitet, dann wird es euch ähnlich gehen wie uns, dass zum Ende des Jahres natürlich immer ganz, 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 ganz viel passiert. Was Marketing angeht, was Arbeitszeiten angeht. Und das merkt man jetzt auch. Ich hatte gestern auch einen Stream und der war auch super, super unterhaltsam und es hat auch super viel Spaß gemacht. Aber das zeigt mir einfach, dass es jetzt Richtung Weihnachten geht und jetzt muss abgeliefert werden. Ja, das stimmt. Also Weihnachtsgeschäft hat zugeschlagen. Es beginnt ja eigentlich schon so im September, Oktober, lustigerweise. Also ich kann auch sagen, so Weihnachtsgeschäft ging so bei mir auch im Oktober los, gerade was den Adventskalender betrifft. Es gibt noch eine minimale Anzahl. Ihr wisst, ich habe ein paar Bestellungen stornieren müssen, weil einige ihre Rechnung nicht bezahlt haben oder konnten. Und da sind jetzt einige frei geworden. Das heißt, es sind aber wirklich nur noch so Fumpf. Also mehr ist nicht. Fumpf. Also mehr ist da wirklich nicht zu holen. Schaut sehr, sehr gerne vorbei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann wird auch alles natürlich zum 1. Dezember bei euch ankommen. Mhm. Ja, genau, Arbeit wird nicht weniger, so sieht das bei mir auch aus. Aber das ist ja gut, wir wollen uns gar nicht beklagen. Absolut gar nicht, das geht uns allen so und das ist auch völlig in Ordnung. Heute ist Tatsache auch, also ihr seht das Video, glaube ich, auch heute schon. Heute ist so ein tagesaktuell. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen schneiden, dann gehe ich nachher zum Friseur. Ich freue mich auch, wenn ich hinlaufen kann. Friseurin. Wenn ich hinlaufen kann mal und mich ein bisschen bewegen kann und in der Luft bin. Ach, du läufst dahin? Ich laufe hin, ja. Aber es ist schon. Ist nicht so weit. Das ist einmal zu Kiwi und noch ein Stückchen. Also, bis zur S-Bahn. Also zu Friseuren 3 Minuten Autofahrt, habe ich mitgenommen. Ja, das Problem ist, es lohnt sich nicht, das Auto anzumachen und da einen Parkplatz zu suchen an der Hauptstraße. Ach so. Ja gut, Friseurin ist... Und es tut mir auch mal ganz gut, ein paar Schritte zu laufen. Wenn das mit meinem Knie geht. Ja, so, ja, Maxim hat Knie. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Maxim hat ein bisschen Knieschmerz und wir haben ja eine Arztmafia. Das ist jetzt wirklich ohne Flachs. Das werden wir euch auch in einem separaten Video erzählen und sollen ja die Themen nicht ausgehen. Aber wir haben hier so eine kleine Arztmafia. Und ich bin mal gespannt, ob die Maxim behandeln mit seinem Knie. Wobei Maxim hat sich ja noch nicht zu Schulden kommen lassen. Wenn man aber dort zum Beispiel nicht zu der Physiotherapie geht, wo man hingehen soll, dann werden die anderen Ärzte informiert, dass man keinen Termin mehr bekommt. Also es ist wirklich ganz verrückt. Das werde ich euch alles noch erzählen. Aber Maxim hat tatsächlich dolle Knieschmerzen. Die Frage ist halt, wo kommt das Gebrechen her? Bist du schon so alt? Also ich weiß nicht, ob es der Meniskus ist. Das hatte meine Mutter auch so mit 30, dass sie da operiert werden musste. Ich hoffe nicht, dass es der Meniskus ist. Ich hoffe einfach, dass es einfach eine Sehne ist, die sich vielleicht ein bisschen entzündet hat. Was man halt auch dazu sagen muss, und das spricht nicht für mich. Für uns, du bist Treppensteigerin. Ich bin Treppensteigerin geworden und wir haben so viele Treppen und das ist ganz verrückt. Es gibt ja in Europa oder in Deutschland genormte Treppenstufen. Natürlich, ne? Gibt es vor allem im öffentlichen Raum. Die Treppenstufen unten sind halt in einer anderen Höhe als diese und die sind wesentlich höher, weil die Treppe natürlich viel schmaler ist da. Und das schlägt so ein bisschen aufs Knie. Gerade beim Runterlaufen tut es extrem weh. Aber mal gucken, vielleicht geht es wieder weg. Ich gebe dem eine Woche Zeit und wenn nicht, dann gehe ich zur Mafia.
Ja, viel Spaß. Ich habe meine Erfahrung schon bei dem besagten Arzt gemacht. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Freunde. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was hier noch alles so passiert. Deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Es lohnt sich aber auch bei Maxi mal bei Instagram vorbeizuschauen, weil da haben wir auch ein ganz, ganz großes Ziel. Maxi muss dieses Jahr die 100.000 erreichen. Ja. Es fehlen noch ein paar, aber es ist möglich. Deswegen schaut auch sehr, sehr gerne bei Maxi vorbei. Erfüllt ihnen diesen Versprechen. Und wenn ihr dann noch Zeit und noch einen lockeren Daumen habt, guckt auch mal bei Twitch vorbei, weil da ist halt wirklich persönlicher geht's nicht. Das also für alle Twitch-Mäuse, die hier sind, die schon bei Twitch waren, ihr dürft ja gerne eure Erfahrungen hier mal reinschreiben, um die anderen so ein bisschen zu mobilisieren, zu gucken, was da bei Twitch los ist. So. Ich werde jetzt auch meinen dicken Hintern mobilisieren. Ich auch. Und ich würde mich in mein Büro setzen. Und du? Ich gehe mich jetzt abschminken und den schneide ich. Freunde, so sieht's aus. Bleibt gesund, trinkt genügend und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.